Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungsvideo vom neuen kostenlosen Update für Jurassic World Evolution 2. Das Ganze ist im Zusammenhang mit dem 30. Geburtstag von Jurassic Park erschienen. Also ich glaube, der offizielle Geburtstag ist erst am 11. Juni. Da war zumindest der Kinostart in Amerika. Ich sage trotzdem schon mal herzlichen Glückwunsch. Und Frontier hat uns mit einem tollen kostenlosen Update für alle Spieler beschenkt. Das heißt, wenn ihr auf Konsole spielt, PC spielt, ist es ganz egal, ihr solltet heute das Update runterladen können. Mit den kostenlosen Inhalten, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Da haben wir erstmal neue Wege. Das ist hier der klassische Luxusweg. Den gibt es in drei verschiedenen Breiten. Ich rechne das mal so ein bisschen ein, dass ihr das sehen könnt. Und der sieht wie folgt aus. Ein richtig schönes Steinmuster, coole Graufarbe. Und in der Mitte so ein paar Jurassic Park Logos. Finde ich sehr, sehr schön den Weg. Und den gibt es in den drei verschiedenen Standardbreiten. Dazu gibt es dann auch noch einen Weg, nämlich den klassischen Weg. Den gibt es auch in den drei verschiedenen Breiten. Zeichne ich jetzt auch mal eben ein. Das hier ist die breite Variante. Dann gibt es da natürlich auch wieder... Ja, sieht man jetzt so schlecht. Ich mache es dann mal so. Ich werde hier so ein bisschen variieren. Das ist die mittlere Variante. Und dann gibt es noch die schmale Variante. Der ist dann eher so bräunlich, würde ich sagen. Ja, das sieht sogar eher aus wie so ein Trampelpfad, wie so ein kleiner Dreckweg. Finde ich aber auch sehr passend natürlich für Jurassic Park. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den Anlagenweg. Den gibt es nur in schmal. Das ist halt ähnlich wie dieser Anlagenweg. Dieser helle, den man eigentlich dann halt nur für die Mitarbeiter benutzt. Der ist auch so... Ja, relativ klassisch. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Asphalt-Kieselweg. Ein bisschen. Hat auch einen sehr dunklen Bordstein, sehe ich gerade. Die haben alle unterschiedliche Bordsteinfarben. Finde ich aber schon mal per se nicht schlecht, die drei neuen Wege. Und es gibt auch richtig viele neue Deko-Elemente. Nämlich haben wir da als allererstes mal eine schöne Fahne. Platziere ich mal hier hin, dann kann man die gut sehen im Licht. Machen wir mal auf beide Seiten. Dort steht drauf, When Dinosaurs Ruled the Earth. Schön in den Jurassic Park Farben. Und ich glaube, die sind nicht beleuchtet. Werden wir aber gleich auch noch bei Nacht testen. Aber die sind zumindest nicht bei den Lichtsachen gelistet. Deswegen gehe ich davon aus. Aber wir gehen erstmal weiter zu den nächsten Deko-Elementen. Ah, hier hatten wir auch noch was. Genau, hier haben wir nämlich noch diesen tollen Stein. Ich habe das irgendwie voll falsch gebaut vom Licht. Aber ist egal. Wir platzieren das alles so ein bisschen wild durcheinander, das macht nichts. Auch sehr, sehr schön. So eingraviert das Jurassic Park Logo. Davor noch ein paar Blumen. Und von hinten, ja, ist das einfach ein Steinchen. Finde ich aber echt toll. Und man kann die Sachen, glaube ich, auch alle auf die Wege platzieren, so wie es aussieht. Hier ist keine Hitbox. Ich habe jetzt auch keine Mods oder so installiert. Das ist jetzt alles Originalspiel. Genau wie die Fahnen, die kann man auch auf den Wegen platzieren. Aber es gibt noch weitere Deko-Elemente, nämlich Schirme. Schirme ohne Tische. Vorher gab es ja nur diese Dinger hier. Die sind jetzt nicht aus dem Update. Aber jetzt gibt es auch einfach nur Schirme. Einmal eine offene Version und einmal eine zugeklappte Version. Da ist natürlich interessant, wie nah kann man da Sachen dran platzieren. Wir testen das jetzt einfach mal mit diesen Stühlen, die auch neu sind. Und dann sehen wir schon, so ein bisschen Hitbox ist da schon vorhanden. Wenn man es richtig dreht, kriegt man es wahrscheinlich relativ nah ran. Aber es wäre schon cool, wenn man da weniger Begrenzung hätte oder gar keine Begrenzung. Dann könnte man zum Beispiel auch den Schirm nehmen und in die Mitte hier rein platzieren, dass der so in dem Tisch drin ist. Ist natürlich mit Mods wieder möglich, aber ich denke halt auch mal so ein bisschen an die Konsolenspieler. Aber das Model von den Stühlen und Tischen finde ich schon mal sehr cool. Und es ist natürlich auch cool, diese Schirme zu haben. Dann haben wir hier einmal ein Jurassic Park Tor. Auch einfach als platzierbares Deko-Element. Da sind auch keine Türen drin. Das ist wahrscheinlich einfach gedacht dafür, dass man das so über den Weg platziert. Und dann kann man dort durchlaufen. Ist natürlich auch schön mit Fackeln beleuchtet. Kann ich jetzt hier auch nochmal machen, damit es in der Sonne ist. Genau. Und als nächstes haben wir solche coolen Wände im Jurassic Park Design.
die finde ich auch richtig schön, ne? Mit diesen Fossilien, die hier so ein bisschen rein versteinert sind. Das sieht schon toll aus. Vor allem gibt es die in drei verschiedenen Formen und die haben alle drei verschiedene Fossilien da so drin. Ich erzähle die mal eben einmal alle. Da gibt es einmal eine gerade Wand, eine Wand mit Tür und dann diese runde Wand. Die finde ich besonders cool, weil das ja so überall verschiedene Fossilien sind, die man sieht. Das Problem an den Dingern ist leider, man kann die nicht so nah aneinander platzieren, wie man es gerne hätte. Also normalerweise würde man ja gern dann damit irgendwie Bereiche bauen oder eigene Gebäude bauen. Aber so platzieren ist leider nicht. Das heißt, man kann das nicht zu einer großen Wand machen. Der minimale Abstand ist aktuell so. Ich hoffe, das wird noch überarbeitet. Vielleicht ja auch mit einem Hotfix, weil ich habe wieder eine Vorabversion. Also vielleicht geht es ja schon, wenn der Patch raus ist. Aber so ist halt eher suboptimal, wenn da so eine Lücke bleibt. Wäre halt cool, wenn man das richtig ineinander platzieren kann, zumindest so ein bisschen. Hier geht's auch nicht. Aber an sich finde ich die echt schön vom Design. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Gebäude hier, das hier. Das hat ja hier vorne auch so dieses Design. Da ist das, glaube ich, auch so ein bisschen angelehnt dran. Mache ich aber nochmal weg, weil es halt nicht zum Update gehört. Ja, an sich finde ich die sehr schön. Wäre halt nur praktisch, wenn man die näher aneinander platzieren könnte. Dann haben wir als nächstes diese wunderschöne Wand. Kennt man natürlich auch aus dem Film. Und dann mache ich da nochmal so ein paar Sitzmöglichkeiten vor. Und dann sieht das, glaube ich, schon ganz gemütlich aus, so auf die Schnelle. Habe ich jetzt natürlich nicht ideal gemacht. Aber ich glaube, dann kann man schon ganz gut sehen, wie das aussieht. Ich blende euch übrigens die Wand auch noch jetzt mal aus dem Film ein, wie es aussieht im Film. Die ist halt fast genauso, wie sie halt auch im Film zu sehen ist. Wurde halt ein bisschen angepasst an das Spiel, dass man sie auch so outdoor platzieren kann, einfach als Hintergrundlandschaft sozusagen oder Hintergrunddeko. Mit den Fackeln und so, das finde ich ganz cool. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön für solche Besucherbereiche. Dafür sind wahrscheinlich diese Dinge auch gedacht, denke ich mal. Deswegen kann man die auch nicht aneinander platzieren. Bei denen geht das bestimmt auch nicht, bei den Wänden. Da muss bestimmt auch ein bisschen Abstand gelassen werden. Ja, da muss man auch Abstand leider lassen. Ah, schade, schade. Und als nächstes haben wir natürlich auch noch diesen klassischen Baumstamm. Den kennt ihr sicherlich auch aus dem Film. Das ist der, wo sie sich hinter verstecken, wenn die Gallimimus Stampede auf sie zurennt und sie übertrampeln will. Der ist auch super detailgetreu. Also selbst so hier diese Äste und sowas, ist genau wie im Film. Finde ich echt cool. Bei dem will ich unbedingt gleich noch testen, ob eventuell die Gallimimus damit interagieren. Weil wir hatten ja so einen Screenshot gesehen, wo die genau da drumherum standen. Wäre natürlich cool, wenn das möglich wäre. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, das ist nur ein Deko-Element. Es hat auch nur so eine ganz kleine Hitbox rechts, wie ihr sehen könnt. Aber man kann es trotzdem nicht ineinander platzieren. Also ich glaube, diese Hitbox, die da unten rechts angezeigt wird, das ist nicht die richtige Hitbox. Sonst hätte ich es ja hier platzieren können. Also ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Dieses kleine Viereck. Und als nächstes kommt eins meiner Highlights, muss ich sagen. Irgendwie finde ich den ziemlich cool. Das ist Mr. DNS oder Mr. DNA im Englischen. Sieht doch sehr freundlich aus. Und genau wie im Film. Wäre cool, wenn er animiert wäre. Das hätte ich gefeiert, dass er sich so ein bisschen bewegt. Aber ich finde ihn so auch schon ganz nice. Und das nächste Deko-Element sind die Stühle hier. Die hatten wir ja schon gesehen. Und Stühle und Tische. Dann haben wir als nächstes hier eine Tyrannosaurus Rex-Statue. Und dazu platziere ich mal direkt eine Alamosaurus-Statue oder so ein Skelett. Die sind beide auf so einem Stein. Kann man also sehr gut im Park unterbringen. Ich finde, von diesen Skeletten bräuchten wir sowieso noch mehr. Aber das sind halt die Originalen aus dem Film. Die sieht man da auch im Film. Und darüber ist halt dieser Banner, den wir auch bekommen haben. Ich platziere das mal jetzt so. Und dann mache ich mal die Kamera so hin. Und dann kann ich mal, wartet mal. So ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt kann ich mal oben rechts das aus dem Film einblenden. Ist natürlich jetzt nicht ideal nachempfunden, aber ich glaube, man kann das schon ganz gut erkennen, dass das Deko-Elemente aus dem Film sind. Die Skelette sind von der Form und Haltung her ziemlich perfekt. Also der T-Rex macht auch diesen Kick-Move, so ein bisschen sieht es aus.
Finde ich echt toll. Und der Banner hier ist auch cool. Der wurde natürlich auch ein bisschen angepasst, dass er ins Spiel passt. Nämlich ist er dafür gedacht, dann auch so über Wege und sowas zu gehen. Sodass dann die Besucher dort durchlaufen können und begrüßt werden, wenn sie in den Park gehen. Und zu guter Letzt haben wir hier bei dem Tab Dinosaurier-Code. Ist ja auch so ein bisschen Klassiker, kennt man ja auch ganz gut aus dem Film. Diese Szene, wo dann Ian Malcolm daneben steht und begutachtet, wie riesig die sind. Das war aber immer noch nicht alles, Leute. Also es ist schon eine Menge für ein kostenloses Update. Aber es geht noch weiter. Nämlich haben wir noch einen tollen Bunker. Den hatten wir, glaube ich, auch in Jurassic World Evolution 1, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist halt auch aus dem Film. Da kommen sie halt dann raus. Und dann, ich zeige es nochmal schnell von hinten. Genau, relativ klassisch. Und dann, als sie da rausgelaufen sind, laufen sie nämlich hier zu diesem klassischen Wartungshäuschen, heißt es hier. Jetzt eher Bunker genannt, weil es auch runtergeht. Also, ich glaube, die kommen hier raus im Film und müssen dann hier hin. Das ist da beim Raptor-Pen in der Nähe, dieses Ding. Und da werden sie auch von den Raptoren dann angefallen. Also hier in die Tür müssen sie rein. Auch super detailliert. Ich kann auch hier mal ein Bild einblenden aus dem Film. Sieht schon genauso aus. Ja, das ist ganz cool. Es gibt ja sogar auch, wo wir gerade dabei sind, das gehört jetzt auch nicht zum Update, aber es gibt ja zum Beispiel auch schon das Raptor Pen. Also man kann auf jeden Fall jetzt viel besser Jurassic Park nachbauen mit den ganzen Gebäuden. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses Toilettenhäuschen. War ja vorher auch schon im Spiel. Aber wir machen weiter, denn hier war es das jetzt. Aber es gibt noch ein paar beleuchtete Objekte, die gucken wir uns mal schnell bei Nacht an. Also diese Statuen haben hier unten so ein paar Lampen drin. Sind leider nicht oben angestrahlt, aber man kann ja, glaube ich... Ohne Mods geht das gar nicht, ne? Nee, schade. Aber mit Mods könnte man zum Beispiel die auch noch so mit Scheinwerfern anstrahlen. Das würde, glaube ich, ziemlich cool aussehen. Ist ja auch egal jetzt. Darum geht es jetzt nicht. Hier sind noch so ein paar Fackeln dran. Hier, die Wände sind auch beleuchtet. Ja, ansonsten wurde natürlich viel mit Feuer gearbeitet. Aber passt ja auch gut zu Jurassic Park. Warum ist der nicht beleuchtet? Bin schockiert. Der stand doch gerade bei beleuchteten Objekten. Hier. Wir sind bei Lampen und der ist hier. Aber der leuchtet nicht. Oder kann ich den hier einfach nur einfärben? Na, keine Ahnung. Schade, schade. Ich kann nur die Dinger hier einfärben. Also Feuer kann man ja auch nicht einfärben. Aber ich hätte mir sehr gewünscht, dass Mr. DNS leuchten würde. Das war aber immer noch nicht alles. Denn es gibt auch noch neue Strommasten. Die finden wir hier. Die gab es, glaube ich, auch schon in Jurassic World Evolution 1. Das sind die Jurassic Park Strommasten. Da ist mir eine Sache nur aufgefallen, die ich nicht so cool finde. Nämlich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Kraftwerk... Ja, das dürfte das Jurassic Park-Ära-Kraftwerk sein hier, glaube ich. Ich kann auch noch mal schnell nachgucken. Ja, ist es. Es sind hier beides Kraftwerke aus der Jurassic Park-Ära. Wenn ich die verbinde, dann hat man hier leider trotzdem den anderen Strommast. Das finde ich optisch irgendwie nicht ganz so schön. Das wäre noch ganz cool gewesen, würde er sich dann anpassen oder so. Das hat man halt an allen Gebäuden, zum Beispiel auch an Umspannwerken. Dem dann auch noch diese normalen Strommaste. Da müsste man dann wahrscheinlich mit diesen Dingern hier arbeiten. Damit es cool aussieht. Das sind ja die ohne Strommaste. Aber ich denke mal, ihr seht, was ich meine mit Problemen, ne? Sieht halt nicht so toll aus. Und wir haben auch noch einen neuen Zaun. Und zwar ist das dieser hier. Kann euch mal direkt ein Gehege bauen. Da können wir gleich mal Gullies oder so freilassen, das testen mit den Baumstamm, ob die darüber hüpfen. Oder damit interagieren. Aber erstmal schauen wir uns natürlich den Zaun hier an. Schild ist, glaube ich, auch nur von hier, ne? Nee. Das hängt irgendwie ganz komisch in der Mitte. Das ist irgendwie nicht ganz so ideal, wie das Schild da hängt, muss ich sagen. Ja, ist es auch so. Das sieht von beiden Seiten so komisch aus. Naja, auf jeden Fall ist das der neue Zaun. Der sieht ganz cool aus. Ich war mir ja nicht sicher, ob dieser andere Zaun vielleicht neu ist. Nämlich
oder ob der überarbeitet wurde. Ich glaube, das müsste dieser hier sein. Aber ich habe das verglichen. Das ist noch der alte, den wir vorher auch schon hatten. Also der hat sich nicht verändert. Das war ja sowieso schon ein Jurassic Park Zaun. Aber es gibt jetzt ein neues Tor für diesen Zaun. Und zwar finden wir das Ganze hier. Das ist dieses Schleusentor. Auch aus dem Film. Das sieht echt cool aus. Aber wie gesagt, hier ist nur das Tor neu. Der Zaun ist gleich geblieben. Ich würde jetzt auch gerne einmal durchdüsen, muss ich sagen. Auch hier gucken wir nochmal ganz schnell bei Nacht. Oh, guck mal hier, die leuchten jetzt auch so cool rot. Ich glaube, das ist neu, oder? Ich glaube, dann hat sich das doch so ein bisschen verändert. Oder woran liegt das? Es leuchtet ja auch nur an so bestimmten Stellen rot. Auch nicht an allen Connect-Punkten. Ich glaube, nur da, wo der Zaun so richtig geteilt ist untereinander. Ich glaube, das ist auf jeden Fall neu. Dann wurde der Zaun doch ein bisschen angepasst. Genau, nur da, wo der Zaun richtig getrennt ist, da leuchtet es rot. Das war, glaube ich, vorher nicht. Bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, muss ich sagen. Das Tor leuchtet auch so ein bisschen. Und die Strommasten, die leuchten... Ah, leider gar nicht. Wir düsen natürlich jetzt da auch nochmal durch das Schleusentor durch. Aber das klappt sogar so cool nach vorne auf. Das will ich mir aber nochmal angucken. Okay, das klappt schon sehr früh auf. Hier rechts. Und auf die Distanz klappt das schon auf. Das ist krass. Aber da können wir dann auch schön durchfahren. Finde ich auch echt cool optisch. Könntest du das jetzt auch so nochmal angucken, wenn es gleich aufklappt, wenn er wieder rausfährt. Das gefällt mir sehr gut. Oh, da geht sogar so der Riegel zu. Habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt hier einmal alle Sachen nochmal von dem neuen Update für euch platziert. Es kann übrigens sein, dass ich die ein oder andere Sache nicht gefunden habe oder übersehen habe, weil ich habe eine Vorabversion und deswegen habe ich noch keine Patchnotes, wo ich es genau nachlesen kann, was alles neu ist. Aber falls ich da irgendwie noch was rausfinde, dann werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Wir haben auf jeden Fall hier die neuen Wege, dann die beiden Skelettstatuen, die sind auf jeden Fall mit meinem Highlight. Genauso wie der Baumstamm, den finde ich auch richtig cool. Ich habe es übrigens getestet, die Dinosaurier interagieren nicht damit, habe ich aber nicht ins Video geschnitten. Diese vier Wände haben wir. Da finde ich es halt ein bisschen schade, dass die so eine hohe Hitbox haben. Das Jurassic Park Tor ist, ja, konnte man ja vorher auch schon platzieren, irgendwie so ein bisschen. Ist halt nur eine abgewandelte Form. Die Strommasten finde ich auch ganz nett. Ist halt nur doof, dass die Gebäude halt nicht die passenden Strommasten haben. Diese beiden Bunker und, ja, ich würde sagen, man kann die beide Bunker nennen. Finde ich auch echt cool, weil die halt genauso wie aus dem Film sind. Und dann haben wir noch diesen neuen Zaun. Und bei dem Zaun glaube ich halt, dass der ein bisschen abgewandelt wurde mit diesen Lichtern hier oben drin. War glaube ich vorher nicht. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Die Schleuse hier ist auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. Ich finde es auch cool, dass es so detailliert ist, dass dann auch hier dieser Riegel wirklich aufgeht und sowas. Der Banner ist auch richtig cool. Und dann haben wir natürlich noch so süße Highlights wie der Kothaufen, Mr. DNS, die Stühle und Tische, der Banner, dieses wunderschöne Steinding und die beiden Schirme. Also alles in allem wirklich ein ganz, ganz tolles Update. Dafür, dass es kostenlos ist, ist es wirklich super, super nice. Man hätte es ja auch als DLC zum Beispiel anbieten können. Hätte man noch irgendwie ein paar Dino-Skins oder Dinos oder so dazu gemacht, dann hätte man das auch verkaufen können. Also es ist wirklich eine sehr faire Geste und ich freue mich mega drüber. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen und informiert. Dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.